Die Ankündigung des Duisburger Kommertheaters, die Love Parade-Katastrophe auf die Bühne zu bringen, wird heftig kritisiert. Laut der betroffenen Initiative LOPA 2010 seien die Pläne unmoralisch. Die Kritik der betroffenen Initiative zieht in besonderem Maße auf die Stadt Duisburg, die erklärt hatte, das Theaterstück finanziell zu unterstützen. Auch vor dem 9. Jahrestag der Katastrophe im vergangenen Juli hatte die Initiative der Stadt Duisburg vorgehalten, die große Gruppe der Verletzten und Traumatisierten aus den Augen verloren zu haben. Wenn sich im kommenden Jahr die Love Parade-Katastrophe von Duisburg zum 10. Mal jährt, fordert der LOPA-Verein einen Jahrestag, der in würdevoller und respektvoller Ruhe stattfinden kann. Die Stadt richtet die offizielle Trauerfeier für den langjährigen Oberbürgermeister Josef Krings am Samstag, den 23. November, in der Salvatorkirche aus. Die Beisetzung findet dagegen im engsten Familienkreis statt. Die Stadt hat im Foyer des Rathauses ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich Bürger täglich von 8 bis 18 Uhr eintragen können. Außerdem hat Oberbürgermeister Sören Link Trauerbeflaggung an städtischen Gebäuden in der Innenstadt angeordnet. Am Sonntagabend war bekannt geworden, dass Alt-Oberbürgermeister Josef Krings im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Krings war von 1975 bis 1997 ehrenamtlicher Oberbürgermeister und ist Ehrenbürger der Stadt Duisburg. Nach dem Rücktritt von Ralf Jäger als Vorsitzender der Duisburger SPD schlägt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bärbel Baas, eine neue Doppelspitze vor. Laut Baas sollten der Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir und die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp Verantwortung übernehmen. Dazu, so Baas, müsse es schleunigst Vorstandswahlen geben. Die Duisburger SPD dürfe nicht bis nach der Kommunalwahl am 13. September kommissarisch geführt werden. Der Vorschlag, der oder die neuen Vorsitzenden könnten beim Parteitag im März gewählt werden. Der Vorstand des Duisburger Unterbezirks trifft sich kommende Woche. Beim Parteitag in der Rheinhausenhalle am 19. November soll es vor allem um die Bilanz der Berliner GroKo gehen. ThyssenKrupp will seine Stahlproduktion sauberer machen. Im Duisburger Werk ist dazu ein Versuch gestartet. Als erstes Unternehmen weltweit bläst Thyssen Wasserstoff statt Kohle in einen laufenden Hochofen. Die Produktion soll so umgebaut werden, dass am Ende grüner Stahl produziert wird. Thyssen arbeitet dafür mit einem österreichischen Technologiekonzern zusammen. Der hat jetzt die Pilotanlage zur umweltfreundlicheren Stahlproduktion in Duisburg in Betrieb genommen. Mit dem 18-Millionen-Projekt soll der Schadstoffausstoß innerhalb von 15 Jahren um ein Drittel gesenkt werden. Nach der angemeldeten Insolvenz des Theaters am Marientor machen die Darsteller des Musicals Wallace aktuell Pause. Damit widerspricht das Theater Gerüchten, dass die Mannschaft auseinanderbricht. Der Cast sei jetzt so lange freigestellt, bis das Bühnenbild installiert wird. Wann das passiert ist, sei aber noch offen. Über den Stand der Dinge nach der Insolvenz der Theater am Marientor Betriebsgesellschaft werde der Insolvenzverwalter die Belegschaft am 20. November in Duisburg informieren. Wie berichtet, ist die Uraufführung von Wallace auf den 18. Dezember verschoben worden. Davon unabhängig läuft der Gastspielbetrieb. Am letzten Donnerstag haben Unbekannte eine Lottoannahmestelle in Duisburg-Neumühl überfallen. Von dem Vorfall gibt es ein Video, das in den sozialen Netzwerken bereits tausendfach geklickt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Urheber. Der unbekannte Filmer hält in dem kurzen Clip seinen Gang über die Holtener Straße fest. Dabei zoomt er auch in die Lottoannahmestelle und filmt so einen maskierten Mann bei dem Überfall. Die Ermittler des Kriminalkommissariats bitten den Zeugen nun, sich bei der Polizei zu melden. Bei dem Überfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr hatte ein Unbekannter eine 63 Jahre alte Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und laut Überfall gerufen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren auch zwei weitere Männer an der Tat beteiligt. Die Sanierungsarbeiten für die marode Uerdinger Brücke sind gestartet. Bis Ende des Jahres sollen die gröbsten Mängel unter der Rheinbrücke beseitigt sein.
Erst dann wird die Brücke für Lkw wieder freigegeben. Verzögern könnte sich das Ganze allerdings durch starken Regen oder Frost. Im Frühjahr startet nochmal eine größere Sanierung der Rheinbrücke, damit der Beton nicht wieder bröckelt. Straßen-NRW denkt auch über einen Abriss der Uerdinger Rheinbrücke nach. Allerdings stehe man mit der Planung noch ganz am Anfang. Diese Entscheidung soll es erst Mitte kommenden Jahres geben. Seit fast 2 Monaten ist die Uerdinger Rheinbrücke für schwere Lkw gesperrt, da unter der Brücke Beton abgeplatzt ist. Nach dem nassgrauen Start in die Woche wird es in den kommenden Tagen in Duisburg wieder etwas freundlicher. Der Mittwoch kann am frühen Morgen zwar noch mit leichten Schauern starten, im Laufe des Tages bleibt es aber trocken. Es bleibt aber meist grau und bedeckt, die Sonne hat kaum eine Chance und die Werte klettern auf bis zu 8 Grad. Am Donnerstag gibt es einen ausgewogenen Mix aus Sonne und Wolken. Regen gibt es keinen, dafür Höchstwerte von 9 Grad. Am Freitag gibt es von Sonne wieder keine Spur. Stattdessen gibt es am Morgen Regen. Den Rest des Tages ist der Himmel mit Wolken verhangen. Das Thermometer schafft es auf nur noch maximal 6 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Vorsicht, liebe Autofahrer! In Duisburg wird morgen wieder vielerorts das Tempo kontrolliert. Geblitzt wird unter anderem auf der Körnerstraße in Obermarxloh und auf der Hochfeldstraße in Altomberg. Dazu behindern weiter viele Baustellen den fließenden Verkehr. Zum Beispiel in Althamborn. Hier laufen Kanalerneuerungsarbeiten auf der Wittfelder Straße. Dies aufgrund der Arbeiten im Bereich zwischen Heidestraße und Bekerstraße voll gesperrt. Es gibt Park- und Halteverbote, eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Die Arbeiten ziehen sich bis in den Dezember. Und in Düssern wird auf der Lutherstraße ebenfalls am Kanal gearbeitet. Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle durchgeführt. Von der Moltkestraße und von der Martinstraße kommend wird die Lutherstraße daher als Sackgasse ausgeschildert. Der Gehweg ist von der Maßnahme nicht betroffen und kann auch von Radfahrern genutzt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Januar abgeschlossen. Studio 47 wünscht eine gute und angenehme Fahrt.